Das beste Blastgate der Welt ist kaputt. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner Werkstatt. Ich bin der Michael und heute geht es ums beste Blastgate der Welt. Das habe ich vor ziemlich genau 3 Jahren gebaut. Ich habe vor 3 Jahren meine Kreissäge mit integrierter Tischfräse, die ich nicht so gebaut habe wie jeder andere YouTuber, die gebaut hat. Ich habe eine Absaughaube gebaut und wie ihr hier schon seht, integriert in das ganze Teil ist die Absaugung. Die Videos dazu, die findet ihr auf dem Kanal, beziehungsweise ich verlinke oben was davon und unten in der Videobeschreibung. Die Teile von der Absaugung, dieses Teil, also den Adapter von der Absaughaube auf den Schlauch, das Blastgate selbst, beziehungsweise mittlerweile nur noch die verbesserte Version des Blastgates, dann diesen Adapter, um 40er Schlauch an den 50er Zyklon anzuschließen, den Staubsaugeradapter, ja, alle Teile von dieser Absaugung, die findet ihr bei mir sowohl als 3D-Daten als auch mittlerweile als physische Bauteile, findet ihr auf meiner Webseite. Verlinke ich auch unten bzw. oben im Eck, aber nicht die erste Version vom Blastgate. Und die ist hier verbaut und die ist mittlerweile kaputt gegangen. Das heißt, wenn ich das Blastgate hier verstellen will, das geht sehr, sehr schwer. Und die Scheibe hier drin, die bewegt sich nicht. Also das heißt, die Auswahl der einzelnen Absaugungen funktioniert nicht mehr. Und ich vermute, es hängt mit der Aufnahme hier zusammen. Das werden wir gleich sehen. Ich werde es gleich ausbauen. Ich denke, dass die einfach auf der Gewindestange durchdreht. Deshalb habe ich ja hier damals die zweite Version gebaut. Das verbesserte Blastgate. Dazu gibt es natürlich auch das Video auf dem Kanal. Und das ist eine Fünffachabsaugung, ne, mit 5 Kanälen, die dann zu einem gebündelt werden. Bisher gab es von der Fünffach-Variante nur mit 50 mm, also 50 mm Bohrung für 50 mm Schlauch. Mittlerweile gibt es das Ganze auch für 40 mm. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert hier mit einer Rastnase. Und die Scheibe hat hier entsprechende Aussparungen. Und jetzt kann man die entsprechend, geht jetzt ein bisschen schlecht, weil es halt nicht montiert ist und weil ich keinen Hebel habe. Und jetzt kann man die halt entsprechend immer eine Öffnung weiter drehen. Und die rastet halt durch diese Rastnase immer entsprechend ein. Ich habe auch das Teil an sich noch ein bisschen optimiert. Mittlerweile kann man es komplett ohne Support drucken, zumindest die 50 mm Variante. Bei der 40 mm Variante, weil die Kanäle etwas dünner sind, gibt es ein paar Bereiche, wo es Support braucht. Das habe ich jetzt hier in dem Fall auch einfach drin gelassen, das stört nicht. Aber wichtig ist hier oben diese Verschraubung. Die habe ich nochmal so geändert, dass er hier keinen ellenlangen Support braucht. Vorher hatte ich halt hier diese Stützen und hier drin braucht er Support für diese Stütze und einen Verschraubungspunkt. Und das habe ich jetzt entsprechend geändert, so dass das komplett ohne Support zu drucken geht. Ist aber noch nicht alles. Irgendwann, ich glaube auch durch einen Kommentar von jemandem von euch, kam die Idee, das Ganze nicht mehr über diese Rastnase zu machen. Und um diese Version, die sich viel leichter drehen lässt, viel schöner einrastet, viel weniger fehleranfällig ist, um die geht es heute. Und jetzt zeige ich euch, was ich hier gemacht habe. Und zwar ganz simpel. Hier sitzen Magnete. Und zu dieser Variante im Vergleich gibt es auch noch eine Optimierung. Und das ist die aktuelle. Die habe ich nochmal leichter gemacht und optimiert. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze zusammengebaut wird. So, hier habe ich die Magnete. Man braucht für 5 Positionen letzten Endes 10 Stück. Die verlinke ich euch auch unten, dann habt ihr die Größe. Und jetzt fange ich mit einem an. Und beim Magnet ist ja immer wichtig, der hat einen Nord- und einen Südpol. Das heißt, die müssen jetzt gerichtet eingebaut werden. Den ersten, den lege ich jetzt einfach rein.
Und jetzt schaue ich, dass der zweite richtig ausgerichtet ist. Also wenn ich ihn jetzt umdrehe, stößt er sich ab. Kommt der erste sogar raus. So rum muss er rein. Und so rum kommt er rein. Das heißt, der rastet jetzt schon mal ein. Und damit ich auch natürlich an jeder anderen Position entsprechend sauber einraste, muss ich jetzt alle Magnete an dem ersten ausrichten. Und dann mit dieser Ausrichtung in den Rahmen einbauen. Und jetzt mache ich das gleiche Spiel andersrum. Das heißt, ich nehme wieder den Magneten und richte den an einem der Magnete vom Rahmen aus. Und dann setze ich den entsprechend in die Scheibe rein. Die sitzen jetzt relativ locker in der Scheibe. Heißt aber auch, man bekommt sie gut raus, wenn man einen doch falsch rum reingesetzt hat. Ist also auch nicht ganz blöd. Wenn das alles zusammengebaut ist, dann können die nicht mehr rausfallen. Von daher ist das kein Problem. So. So, das war's schon. Und ihr seht das schon, ich kann das sehr, sehr leicht verschieben. Und es rastet richtig schön sauber an der Position ein. Und so wird das Ding zusammengebaut. Dann werde ich jetzt das kaputte alte Blastgate ausbauen, weil für den hier benötige ich die Gewindestange. So, da ist das gute Stück. Ja, und hier sieht man das Problem. Die Gewindestange dreht auf der Scheibe durch. Ihr seht, ich hatte das damals gefettet. Das Fett ist noch da. Man sieht hier trockenen Staub. Man sieht ein paar Riefen. Aber es ist prinzipiell hier nichts verklebt durch das Fett. An sich funktioniert das alles noch, nur halt die Mutter hat letzten Endes mitgedreht. Und somit ist es halt auf der Gewindestange nicht mehr fest. Und somit funktioniert es nicht mehr. So, wie gehabt, muss die Bohrung für die Gewindestange noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Ich drucke die nicht fertig, weil dann kann es sein, dass die halt ein bisschen zu groß wird aufgrund der Toleranzen. Ich drucke sie lieber ein Zehntel zu eng und bohre sie mit einem 8er Bohrer genau auf 8 mm auf. So, wunderbar. Das heißt, ich kann mir jetzt hier schon mal die erste Mutter drauf drehen. So, dann die zweite Mutter. Dann stelle ich jetzt die genaue Höhe nochmal ein. Das passt, das ist bündig. Dann halte ich jetzt eine Mutter fest. Die andere schraube ich ein bisschen auf. Dann lege ich mir zwei 13er Schlüsse zurecht. Muss dann nämlich gleich schnell gehen. Jetzt nehme ich ein bisschen Sekundenkleber. Ihr könnt auch Schraubensicherung nehmen. Aber ich denke, Sekundenkleber ist noch mal eine Spur besser.
Jetzt schraube ich die beiden Muttern zusammen und bevor der Sekundenkleber fest ist, kontere ich die. Und zwar so fest, wie es geht. Und zwar so weit, dass die Schlüsselweiten wieder übereinander stehen, dass die Kanten der Muttern übereinander stehen. Schieb die bis zum Anschlag drauf und von der anderen Seite setze ich noch eine selbstsichernde Mutter dahinter. So, und jetzt ist das Ding auf der Gewindestange bombenfest. Dann baue ich das in den Deckel ein. Setze den Rahmen drüber und dann setze ich das Gehäuse drauf. Dann wird das Ganze wieder verschraubt und die ziehe ich erstmal nur mit der Hand an, damit ich gewährleiste, dass die Scheibe innen drin gerade ausgerichtet ist. Jetzt schraube ich hinten eine Mutter drauf und dann kommt wieder mein Hebel dran. Den kontere ich jetzt mit dieser Mutter. So, jetzt ist es fest verbunden. Und das rastet hervorragend ein. Da ist wirklich keinerlei Spiel. Ich finde ganz genau die Rastpunkte. Es funktioniert einfach nur richtig gut. So, und da das jetzt funktioniert, kann ich jetzt die Gehäuseschrauben richtig anziehen. Aber auch nur ja, ganz leicht handfest, sage ich mal. Und wenn die jetzt anknackt, dann verzieht sich das alles. Das ist halt alles ein Kunststoff. Einfach geil. So, und jetzt seht ihr, wie ich die einzelnen Eingänge schalte. Einer nach dem anderen und es rastet punktgenau ein. Und dass es ein bisschen Halt hat, schraube ich es jetzt hier mal auf die Holzplatte einfach grob drauf und dann teste ich es mal. Ihr habt es gesehen, es funktioniert tadellos. Es lässt sich viel weicher schalten als die beiden ersten Versionen. Der Nachteil von dem Ganzen, zumindest im Vergleich zur ersten Version, es baut deutlich größer als die Dreier-Version. 26 cm lang, 17 cm hoch und 18 cm breit. Und das trifft auf alle Versionen zu, egal ob 40er, 50er, egal ob Rastnase oder die magnetische Arretierung. Die sind alle gleich groß. Muss ich eigentlich nochmal drauf eingehen, was jetzt ein Blastgate ist. Es ist eine Umschaltung der Absaugung. Ich habe halt eine Absaugung von meiner Fräse, ich habe eine Absaugung von meiner Kreissäge, ich habe eine Absaugung von meiner Absaughaube. Ich habe hier vorne noch so einen Anschluss für einen Staubsauger und ich brauche ja immer nur eines davon. Und das kann ich dann halt mit dem Teil umschalten. Das macht ein Blastgate. Ihr habt es eben gesehen mit meinem Stück Papier. Wenn einer der Eingänge aktiv ist, sind die anderen verschlossen. Also da ist auch keine Nebenluft, die gezogen wird. Oder wenn, dann ist es so minimal, dass es halt quasi keine Rolle spielt. Ihr habt es gesehen mit dem Papier, wenn ich das vor den Verschlossenen halte, dann bewegt sich da gar nichts. Und ja, so kann man hier halt einfach, je nachdem an welchem Gerät man arbeitet, das entsprechend umschalten.
So, das ist der Schlauch, der kommt vom Staubsauger und geht zum Zyklon. So, und das hier ist der Schlauch, der dann vom Zyklon kommt. Der geht hier an den Ausgang vom Blastgate. Dann habe ich hier die einzelnen Schläuche. Der geht zu meinem Staubsaugeranschluss. Den schließe ich hier unten an. Dann habe ich hier den Schlauch, der zu meiner Fräse geht. Den schließe ich hier oben an. Und dann habe ich den Schlauch, der zu meiner Säge geht. Den schließe ich hier an. So, und die beiden, die bleiben offen, beziehungsweise sie bleiben zu, weil, wie ich euch eben schon erklärt habe und gezeigt habe, wenn ich bei einem von den dreien absauge, sind ja die anderen immer zu. Und das stört halt nicht. Und selbst wenn ich mal auf diese schalte, dann saugt er halt hier Luft an, aber da passiert halt nichts. Wenn ich irgendwann mal noch einen Anschluss brauche für ein Handgerät oder so, wo mein Staubsauger vielleicht nicht passt, sondern wo ich auch so einen Schlauch nutzen möchte, kann ich den dann halt hier an einen der beiden noch anschließen. So, das heißt, wie gehabt, wenn der nach oben zeigt, saugt die Fräse ab. Wenn er nach links zeigt, saugt die Säge ab. Wenn er nach unten in Richtung Staubsauger zeigt, sauge ich hier an diesem Staubsaugeranschluss ab. Und hier kann ich halt den eigentlichen Staubsaugerschlauch, der beim Staubsauger dabei war, anschließen. Ich finde es mal wieder mega geil, dass ein Projekt wie geplant richtig, richtig gut funktioniert. Es funktioniert besser als die Rastnase und die funktioniert schon richtig gut. Wenn ihr Bock habt, so ein Ding nachzubauen, im allerersten Video, also zu dem dreifachen Blastgate, habe ich euch das im Detail erklärt, wie es funktioniert, wie die einzelnen Elemente, sage ich mal, miteinander funktionieren. Also wenn ihr es nachbauen wollt, schaut euch dieses Video an. Wenn ihr so ein Teil selber drucken wollt, also ein Gehäuse, ein Deckel, ein Rahmen und die eigentliche Blende, die Teile bekommt ihr bei mir auf der Webseite als 3D-Modelle, michaswerkstatt.com im 3D-Shop. Und wenn ihr keinen 3D-Drucker habt und auch keinen Bock habt, das selber auszudrucken, könnt ihr bei mir so einen Satz als Bausatz kaufen. Das heißt, ihr wählt dann aus Durchmesser 50 mm oder 40 mm. Die passen dann natürlich zusammen. Und ihr wählt aus, ob ihr ein Teil mit Rastnase haben wollt oder ob ihr ein Teil mit Magneten haben wollt. Ich empfehle euch definitiv die magnetische. Die funktioniert hervorragend. Sie muss nicht geschmiert werden, es ist kein Fett im Umlauf, das funktioniert trocken, habt ihr jetzt gesehen, es rastet viel besser ein, es braucht weniger Kraft, um das zu drehen, es ist einfach die dritte und beste Version. Wenn ihr sonst irgendwelche Teile für die Absaugung braucht, zum Beispiel den Adapter hier für die Absaughaube, auch das Video hierzu, schaut euch das an. Findet ihr alles im 3D-Shop, sowohl 3D-Daten als auch fertig ausgedruckte Teile. In der Videobeschreibung unten verlinke ich euch alles, was ihr an Kleinteilen braucht. Also Schrauben, Muttern, U-Scheiben etc. Alles, was ihr braucht, um so ein Teil zu bauen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, das war's für heute. Endlich mal wieder ein Video über 3D-Druck. Da bin ich in den letzten 2-3 Jahren viel zu wenig zugekommen. Ist auf jeden Fall weiterhin ein cooles Projekt, wie ich finde. Macht mir unheimlich Spaß und es wird von Version zu Version besser. Es wird demnächst noch ein Video zum Thema 3D-Druck geben. Das Teil, der erste Prototyp, steht schon da hinten auf meinem alten 3D-Drucker. Den werde ich noch ein bisschen optimieren, dann gibt es ein Video zu. Ist auch ein Projekt, was mir ziemlich Laune gemacht hat. Schaut auf michaswerkstatt.com vorbei. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Wenn ihr das nächste Video vorab und werbefrei sehen wollt, könnt ihr auch gerne Kanalmitglied werden. Und wir sehen uns in der Werkstatt. Bis dahin. Ciao.